Freunde, viele von euch schauen fleißig die Videos und liken und kommentieren. Das finde ich richtig geil. Ich bin sehr stolz auf euch. Aber ganz wichtig ist auch, schön den Kanal abonnieren. Ganz wichtig, den Abo-Button drücken, denn damit unterstützt ihr tatsächlich, wenn der Kanal immer weiter wächst, meine Mission, Mission Erde, damit ich noch schöne, viele Videos auf YouTube stellen kann und euch die Abenteuer direkt mit nach Hause bringen kann. Und vor allen Dingen auch ein bisschen Umweltschutz hier draußen machen kann. Also Leute, Kanal abonnieren. Wir sehen uns in der Wildnis. Bis bald. Okay, gut, jetzt gehen wir in eine Hai-Attacke, über die wir sprechen wollen, bei der es schlimm ausgegangen ist. Und zwar würde ich mir jetzt gerne einen Unfall anschauen, der so ein Mittelding zwischen provoziert und unprovoziert ist. Und zwar geht es um den Hai-Unfall, den mein Kollege und Freund Dr. Erich Ritter hatte und dabei seine Wade verloren hat. Ich wünschte, der könnte jetzt hier sitzen und euch das persönlich erzählen, aber Erich ist letztes Jahr an einem Herzleiden gestorben. Und Erich war für mich einer meiner Mentoren. Wer mich kennt, weiß das auch. Und von ihm habe ich ganz, ganz viel über Haie gelernt. Und er hat viel für den Haischutz getan. Er war ein Hai-Verhaltensforscher. Er hat mit ganz vielen Mythen bei den Haien aufgeräumt. Ein toller Mensch, der sich sehr für Haie engagiert hat und leider auch einen Haiunfall hatte. So, also kauft euch ruhig seine Bücher. Mit Haien sprechen war eins seiner ersten und berühmtesten Bücher und auch eins meiner Lieblingsbücher. Er hat dann zusammen eins noch mit Gerhard Wegner geschrieben über den weißen Hai und so. Hat sogar meine Mutter gelesen und fand es geil. Ein Haibuch. Also wirklich, wirklich tolle Bücher. Und Erich hat immer toll geschrieben. Und in seinen jüngeren Jahren, müsst ihr euch das vorstellen, hat Erich schon immer auf den Bahamas gelebt und hat dort Haitauchtourismus gemacht, hat seine Studien, also Feldforschung gemacht, hat viel mit Bullenhaien geforscht, aber auch mit Schwarzspitzenhaien, nicht zu verwechseln mit Schwarzspitzenriffhaien, sondern Schwarzspitzenhaie sind eher so eine Art, sind wie so Wölfe, sind die unter Wasser, so im Rudel am Jagen und rum sneaken, geile Haie, Tigerhaie und so weiter. Mit denen hat er gearbeitet, aber seine Specialties waren schon so Bullen, Zitronen und Schwarzspitzen. Und er war mit denen täglich im Wasser. Ne? Und hat mit den Tieren interagiert, hat sie berührt, hat mit denen gelebt, hat sie gefüttert, hat Studien mit denen gemacht und es ist nie irgendwie etwas schiefgegangen. Aber wenn man mit Tieren arbeitet, ist das jetzt ein Bärenforscher oder ein Wolfsforscher, irgendwann knallt es halt mal und irgendwann geht es mal schief. In dem Fall ging es schief. Aber, und deswegen sehe ich diesen Unfall zwischen provoziert und nicht provoziert, weil es war nicht seine Schuld. Es ist immer schwierig, über Dinge zu sprechen, wo man nicht dabei war und wo derjenige nicht neben einem sitzt. Aber ich habe diese Erzählung aus erster Hand, also von ihm. Wir waren viele, viele Jahre befreundet und ich kann die nur so wiedergeben, wie er sie mir erzählt hat. So, und zwar, wir können mal, das Video ist Shark Bites Caught on Film, findet ihr auf Discovery. Auch hier können wir uns wieder nur Ausschnitte angucken und nicht das komplette Video. Ich will euch nur die Szenerie zeigen. So, bub. Und in die Reaction. Groß. Ist die Quali schlecht. Aber ihr seht das. Ihr seht Erich im hüfttiefen Wasser mit einem Moderator von Discovery Channel. Ich glaube, die haben damals für Shark Week gedreht. Ihr seht die Größe der Haie. Wir reden hier über Bullenhaie. Bullenhaie, haut's mal in den Chat bitte. Quali noch hochstellen? Ja, kann man machen, aber ich glaube, hier geht nicht mehr viel mehr Quali. Leute, das Video ist uralt, ist ja auch schon lange her. Guck mal, 2008, ne? Aber ihr seht die Situation. Wir haben Erich im hüfttiefen Wasser. Da auf der linken Seite Erich, hier den Moderator. Und das ist übrigens auch das Szenario, in dem die meisten Haiunfälle passieren. Hüfttiefes Wasser, nicht irgendwo draußen, offenes Ozean und so weiter. Sondern tatsächlich hüfttiefes Wasser, badende, schwimmende am Strand, da wo Haie eben auch jagen. Erich kennt diese Haie, jeden einzelnen da mit Namen, hat jahrelang mit denen gearbeitet und was hier um die rumschwimmt, sind Bullenhaie, Zitronenhaie, Abendhaie und Schwarzspitzenhaie. Ist ein Platz, an dem war ich da mit Erich auch schon öfter tauchen oder auch mit Haien interagieren. Die kommen nah, die haben absolut keine Grenze, die bist du nur am Wegschieben. Das geht auch in den meisten Fällen gut. Wenn du dir um jeden einzelnen Hai, genau wie guck mal das Haitauchvideo bei Fritz, wenn du dir um jeden Hai bewusst bist, der um dich rum ist, du musst den Hai sehen.
So, da haben wir es, 2,40 Meter, 130 Kilo. Das ist also das, was wir bei Klaas eben hatten, doppelt so schwer. Bullenhaie heißt nicht ohne Grund Bullenhaie. Das ist wie so ein Caribbean Reef Shark auf Anabolika seit 10 Jahren. T. Kevin wollte das, nicht, dass er Anabolika nimmt, aber vom Aussehen her unter den Haien. So, sorry Kevin. Also, eine Situation, in der, die hat sich der Erich freiwillig begeben. Es ist für einen Fernsehfilm, es ist für Discovery Shark Week. Er hat auch den Moderator dabei, er ist sich sicher, was er da tut. Er macht das seit Jahren. Es ist Futter im Wasser. Die Haie werden gefüttert. Ihr müsst euch vorstellen, von da, wo man filmt, also das, was wir sehen, da ist ein Steg mit einer Kamera drauf. Ein Kameramann filmt diese ganze Szenerie und ein Spotter, ein Observer steht, damals Erichs bester Freund, steht auf diesem Steg und schaut sich das an und würde Erich im Fall der Fälle, nämlich wenn sich ein Hai von hinten nähert und Erich den Hai nicht sehen kann, warnen. Deal bei dieser Aktion war, der Spotter hat 100%ige Aufmerksamkeit auf den Haien. Das war auch in meinem Shark Briefing mit Fritz. Die Aufmerksamkeit muss auf den Tieren liegen, sonst wird aufgetaucht. Wenn ich das sehe, dass die Aufmerksamkeit nur bei 98% ist, nein, raus. Du musst dir aware sein, was da einfach passiert. Niemand durfte dem Spotter, der auf Erich und den Moderator aufpasst, eine Frage stellen. Wie es eben immer so ist, hält man sich meistens nicht daran und stellt dann doch eine Frage. Der Spotter ist abgelenkt und wir schauen mal, was passiert. Also ihr seht das Szenario. There are bull sharks all around us. Die sind umzingelt von Bullenhaien, 10, 15, 20 Tiere. Die stehen da und nichts passiert. Ja, einer hat sein Bein berührt. Das passiert. Haie rempeln sich auch gegenseitig an. Erich kennt die Tiere. Und ihr seht, die tragen auch Handschuhe, weil man die Haie immer mal wieder wegdrücken muss. Weil die haben eine sehr raue Oberfläche wie Sandpapier. Die Haut der Haie ist ja komplett bezahnt. Und wenn die doll an dir vorbeischwimmen, hast du schon eine Schürfwunde. So. Ja, wir gehen mal ein bisschen weiter. So. Also, es fliegt die ganze Zeit Futter ins Wasser und so weiter. Man muss sehr aufpassen, man muss sich über die Haie sehr aware sein. Und wenn jetzt ein Hai von hinten kommt, muss dem Erich das gesagt werden. Dann kann er sich umdrehen, den Hai wegschieben. Und ihr könnt euch das schon merken, da gehen wir danach rein. Wie überlebe ich einen Hai-Zwischenfall? Schaut den Hai an. Den Hai, den ihr seht, der ist nicht gefährlich. So. Man sieht es hier relativ schlecht, aber hüfttiefes Wasser. Bullenhai kommt von hinten, weil der Spotter oben mit der Redakteurin oder dem Redakteur quatscht. Keiner aufpasst. Erich wusste nicht, dass ein Hai von hinten kommt. Der Hai will zwischen seinen Beinen durch, wo ein Fischstück gelandet ist. Haie können immer nur nach vorne, die können nicht rückwärts schwimmen. Und in dem Fall bis in die Wade. Erich hat besonnen reagiert. Der normale Mensch würde zurückzucken, sich das Bein abreißen und so weiter. Erich hat einfach das Bein hochgenommen und hat gedacht, nun wird sie gleich wieder loslassen. Scheiße, ich wurde gebissen. Aber, ja, er wurde gebissen. I can't believe that happened. So. Die Haidame hat ihn dann mitgenommen und hat ihn ein Stück durchs Wasser gezogen und tatsächlich seine Wade abgebissen. So fast. There's nothing I could have done. The most important thing in such a scenario is that you have someone who basically covers your back, not physically. So, und das ist das genau, was ich ja schon erwähnt hatte. Du brauchst jemanden, der dein Back covert. Das heißt, jemanden, der dich die ganze Zeit auf die Haie aufmerksam macht, die hinter dir sind. Das hat er in dem Fall nicht getan. Da reicht eine unaufmerksame Sekunde und schon knallt's. Der Hai hat Erich die Wade abgebissen. Ich glaube, die anderen Bilder erspare ich euch mal. Und dann wird's blutig. So. Ja. Also der Hai hat Erich die Wade abgebissen. Da sind eine Menge Venen und Arterien mit im Spiel. Erich war zu der Zeit sehr kräftig, gut trainiert, hatte ordentlich viel Blut, war in der Blüte seiner Trainingsphase und seiner körperlichen Pracht als Mann, sag ich mal. Und hat sofort realisiert, Scheiße, das ging hier brutal schief. Riesenblutverlust, Riesenwunde, es ist dann nur noch Knochen zu sehen und der Rest vom Bein, aber die Wade fehlt komplett. Und
Das hätte schief gehen können. Man hat ihn dann relativ fix aus dem Wasser gehabt. Dann musste der noch mit dem Flugzeug in die USA geflogen werden von den Bahamas, und um dort notoperiert zu werden. Und da hat man ihm damals gesagt, so hat er mir das erzählt, $100.000 und Sie behalten Ihr Leben, $500.000 und Sie behalten Ihr Bein. Und er war zu der Zeit, glaube ich, nicht krankenversichert. Das ist das, woran ich mich erinnern kann. Das heißt, die Schulden hat er bis zum Ende seines Lebens abbezahlt. Er hat überlebt. Und jetzt kommt aber die Scheiße, dass man dem Menschen, der immer wieder gesagt hat, Haie sind nicht gefährlich und man kann mit den Tieren schwimmen und interagieren ohne Probleme, dann natürlich nicht mehr geglaubt hat. Er verlor damals, glaube ich, seine Professur an der Universität in Miami. Für ihn hat sich super viel geändert durch diesen Unfall, aber er hat sich zurück ins Leben gekämpft und danach immer weitergemacht. Aber ihr seht schon, es war weder provoziert, noch war es unprovoziert. Es ist so ein Mittelding gewesen und die Schuld eines anderen. Nicht die von Erich. Hätte der Spotter einfach nur seinen Job gemacht, dann wäre nichts passiert. Aber da seht ihr auch schon, sich in die Hände von Menschen zu begeben, denen man vertraut, ist manchmal ein bisschen schwierig. Das müssen wirklich Leute sein, auf die man sich bei dieser Geschichte zu 100% verlassen muss. Und die Freundschaft war danach auch beendet. Ja, ihr seht es hier schon, die Schuld von dem Spotter. Ja. Tragisch, beschissen. Erich hat das Bein sah am Ende aus wie so ein gegrillter Hähnchenschenkel. Wir haben da immer Witze drüber gemacht, aber das hat für die Haiwelt viel kaputt gemacht und viel zerstört, dieser bescheuerte Unfall. So, jetzt aber auch mal gut. Also, ihr sagt es ja schon, es war provoziert, weil Futter im Wasser war. Ja, aber man kann ja Haie füttern und bei denen im Wasser sein, ohne dass irgendwas passiert oder dass man provoziert, dass man jetzt gebissen wird. Es war in dem Fall hier einfach die Schuld des Spotters, sonst wäre da nichts passiert.